Ja. Grüezi miteinander. Ich muss gerade vorwarnen, mein Stück ist nicht nur auf Schweizerdeutsch, sondern auf St. Gallerdeutsch. Und ich weiss, dass das nicht der beliebteste Dialekt ist, aber ich würde einfach zeigen, dass auch der eine Stärke hat. Und zwar ist die Stärke, wir können Sachen grüßig machen. Also Wörter, die in anderen Sprachen oder Dialekten okay sind oder vielleicht sogar schön, werden bei uns grüßig. Also zum Beispiel das Wort grüßig selber an den meisten Orten, auch da sagt man ja grüßig. Und ich finde, grüßig ist schon ein bisschen grüßiger als grüßig. Und es geht auch bei Namen, zum Beispiel beim Namen Jeannette, französisch, sehr schön, Jeannette, romantisch. Auf St. Gallerdeutsch Jeannette, nicht so romantisch. Und in meinem Stück geht es um eine Jeannette und um ihre Mami. Und darum heisst der Text, das Mami hat gesagt. Jeannette steht da und weiss nicht, was machen. Sie steht einfach nur da und weiss nicht, was machen. Und schon immer bei Problemen und bei solchen Sachen hat sie tief in ihrem Inneren, nachdem sie kurz überlegt hat, sich wieder mal daran erinnern, was Mami gesagt hat. Weil, das Mami hat gesagt, gang nicht so euch zu Fremden an, gang nicht mit fremden Männern. Man weiss nie, was sie im Sinn haben, ob sie fest Freude an Kindern haben, was sich das Leid im Grind haben. Oder wenn sie Süßes in den Händen haben, musst du immer ernst und streng und böse reinschauen und sagen, nein, nein, nein. Und Jeannette hat gehört. Und wenn du das gemacht hast, hat Mami gesagt, und der Mann will immer noch nicht weggehen, hat Mami gesagt, und den hat Mami gezeigt. Dann müssen wir halt dem Kragen sich, so wie es man halt tragen, mir so richtig mit Schwung, so richtig mit Gutzi, dem Hund, dem Huren, Fuzzi, eins zwischen den Beinen geben. Und zwar so, dass er nicht mehr aufstehen kann, der Huren Schlawiner, die Saumade. Und Jeannette hat gehört. Und wenn er das nicht nützt und er sich immer noch aufstützt und schaue und guni und große Augen macht und fluche und Runi, was er sau oft da macht, dann hat es mir gesagt, dann nimmst du den Pfefferspray, den ich da mitgegeben habe, und drückst aufs Knöpfli, ziehst du mit direkt auf sein Köpfli, Augen und Nase, dort muss das an. Will essen, bringst den Kopf zum Schwiegen. Sonst halt zum Schreien. Dann lass ihn nicht liegen und rennst ganz schnell heimwärts. Hei zu mir, hat es mir gesagt, weil hey, bei mir kann dir nichts passieren, hat es mir gesagt. Und Jeannette? Hat gehört. Jeannette hat immer gehört. Jeannette hat immer gehört, dass Mami sagt, will, was Mami sagt, ist richtig. Das war schon immer schon so. Schon in der Spielgruppe mit den Spielpuppen hat Jeannette schon nett, aber bestimmt zu den anderen Kindern gesagt, dass die Puppen gar nicht reden können. Schon seit ihrer Kindheit wissen sie das schon, dass Puppen spielen mache doch keinen Sinn. Und trotzdem hat kein Kind aufgehört zu spielen und ihre Recht gegeben. Und das tut schon recht weh. Hat sie gefunden und ist heim zu Mami und zu Mami hat sie die Arme genommen und tröstet und gesagt, ja, schon die Größten haben das Leid gehabt, nicht verstanden zu werden. Die sind doch alle noch neidisch dabei, bist du doch die einzige Gescheide von denen, hat sie Mami gesagt. Und auch denen hat Jeannette gehört und überlegt, stimmt echt all das, was Mami so sagt? Und hat überlegt und studiert und denkt und schlussendlich, endlich gemerkt, dass das stimmt. Sie ist wirklich die Gescheitste von allen Kindern. Und so ist sie weiter durchs Leben und ob Gewitter oder Regen. Jeannette hat immer gehört, was Mami sagt. Weil was Mami sagt, ist richtig. Aber jetzt steht Jeannette da und weiss nicht, was machen. Ob sie jetzt heulen oder lachen, ab dem fremden Mann da, der sich wie ein Aal da am Boden rugelt und windet, kugelrund und blind jetzt fast wegen dem huren Pfefferspray in den Augen. Und die ganze Zeit schreit, wieso, wieso, wieso? Und Jeannette hat auch nicht gewusst. Wieso? Wieso, dass jetzt all die Kinder um sie herum so verrückt sind und dünn wie gesponnen und die ganze Zeit schreien, das ist doch der Samichlaus, was machst du mit dem Samichlaus? Dabei gibt es doch gar keinen Samichlaus, hat die Mami gesagt. Es gibt keinen Samichlaus, hat die Mami immer und immer wieder gesagt. Und die Mami hat recht gehabt. Und Jeannette hat es dir noch gezeigt, das ist kein echt Haar, hat sie dir noch gesagt, mit dem Bartimitat von dem Grüssel in den Händen, von dem wildfremden Mann mit Süßem in den Händen und... In dem Moment ist Mami aus dem Laden gekommen und Jeannette hat ihr alles erzählt. Und Mami hat sie wieder in die Arme genommen und nachher vor sich hingestellt, ihre tief und ernst in die Augen gestarrt und dann auf den Pfefferspray und dann auf den Bart. Und wieder zurück in ihre Augen und ihre ruhig, aber bestimmt gesagt, Jeannette, Kopf nochmal, Jeannette. Gut gemacht, Jeannette, hat Mami gesagt, gut gemacht, hat Mami gesagt, gut gemacht. Man weiß es ja nie. Hat's Mami gesagt. Vielen Dank.